Intellekt und Religion. Seraphim? Wie siehst du mit seinem Ding auf dem Kopf aus? Sehr interessant. Xorti? Wie siehst du mit dem Ding auf dem Kopf aus? Nein, behalte lieber die Voidika-Maske. Alof? Sieht der überhaupt noch was dadurch? egal. Und die hier, die sind cool. Ja, irgendwie tannische Armschienen kommen mal weg. Die kriegt euch dann alle auf. So. Suits me, eh? Gut. Wir sind jetzt recht reich. Habe ich echt nicht erwartet, dass wir so viel Geld zusammenkriegen. Das heißt, es wird. Oh, warte mal, was haben die im Angebot gehabt? Sag mir, was du anzubieten hast. Tonfigur einer Made. Zwei Höhlenmaden herbeirufen. Ah. Oh, Gewürze und Salz, die nehmen wir gerne mit. Ach komm, nehmen wir auch den Pelz mit. Danke. Und bei dir? Plenty of fish in the sea. You'll find no. Hier könnten wir Silberflossen mitnehmen. Die geben plus 1. Wir könnten auch Schleimaal oder. Hey, cool. Kuttelfisch gibt auch plus 1 und ist billiger. Kaufen wir erstmal das begrenzte Zeug. Kaufen ihm 50 Silberflossen und 50 Kuttelfisch. Ab. Muss ich nur noch gucken, wo ich mal was zu trinken herkriege. Was ist mit dir eigentlich hier? Kota sind ein freundliches Gesicht, der zwinkert dir zu. For a smooth transition. Faire Bezahlung für einen reibungslosen Übergang. Er wirft dir einen Geldbeutel zu. Ja. Kota's just making sure no one bothers our friend. Kota stellt nur sicher, dass niemand unseren Freund belästigt. Er neigt den Kopf in Richtung Samar. Alles klar, Samar? Der Wolf, dieses Schwachkopf, hat mir bereits an mein gutes Bein gepinkelt. Samar blickt Celestia böse an. Was bei Abaddon's stinkendem Schmelzofen willst du? Ich möchte gerne deine Waren sehen. Come take a look. Sieh dich ruhig um. Er tritt zur Seite, um dir den Inhalt seiner Kissen zu zeigen. Ja. Also erstmal eine Seefahrer wollten wir. Bevor wir dann auf eine Dau umsteigen. So, das ist das Erste, was wir gerne hätten. Segel. Das ist dasselbe wie unser Segel. Kampfgeschwindigkeit, Segelzustand, Reisegeschwindigkeit. Das wäre sehr schick. Und der Schwarzholzrumpf macht auch noch mal was her. Der hier nicht ganz so. Deswegen lassen wir den mal gut sein. Ederianische Rumpfbehandlung. Rumpfzustand. Kriegsschiffverstärkung. Kampfgeschwindigkeit. Reisegeschwindigkeit. Baumwollsegel. Vitrak-Segel. Stahlanker. Arkane Laterne, Reisegeschwindigkeit, Kampfgeschwindigkeit. Dann nehme ich lieber den Stahlanker, der ist nämlich billiger als beides zusammen. Aber nur einen bitte. Quartier des Kapitäns. Macht die Kabine des Kapitäns luxuriöser und die Menagerie gegen für sämtliche zusätzliche Haustiere.
Neben der Stahlanker ist dasselbe wie der, wie der imiarische Stahlanker. Magranitflammenwerfer. Hm. Feuerlaterne. Palmsegel. Nee, ich nehme da noch die beiden jeweils eins. Und das war's dann schon. Oh, ich kann auch die beiden Sachen ändern. Ha, das ist gut. Achso, das kann ich nicht mehr rausnehmen. Nur den Anker kann ich rausnehmen. Mannschaft, ja. Nehme ich mal die Mannschaft und die Kanonen raus. Oh, stimmt. Ich könnte bei ihm noch die Kanonen, die ich über habe, verkaufen. So, als aktives Schiff einstellen. Gut. Gut, Frontkanonen nehmen wir da am besten. Die beiden. So, Kanoniere. Du bist Matrose, du kommst auf den Matrosenplatz. Du bist Navigator. Du warst Köchin. Du bist Kanonier. Du bist der Steuermann. Du bist der zweite Kanonier. Du bist Matrose, ja. Gut. Rumpfzustand verbessern, Segelzustand verbessern. Dürrwälder Flagge hissen. Ja, Kanonen hätten wir noch einen doppelten Bronze. Nachladezeit 8 Runden. Und ein Eisendonnerer. Hm, nichts Besonderes. Segel haben wir nichts, da haben wir nichts. Oh, wir hätten noch das Segel, aber das ist ein Baumwollsegel, ein normales. Also ja, würde ich sagen, wir sind da soweit fertig mit unserem neuen Schiff. Wenn wir das nächste Mal in Nekataka sind, dann nehmen wir das nächstgrößere. Das können wir uns schon mal leisten. Aber wir haben jetzt schon mal eine... Seefahrer. Das ist jetzt die Defiant 2. Oh ja, ich bin unkreativ. Ja gut, ich sehe einen kleinen Nachteil. Die Laderäume sind kleiner. Was es allerdings jetzt nicht so viel ausmachen sollte. Hoffe ich mal jedenfalls. So, dann reden wir nochmal mit dir. Schiffsgegenstände, genau. Eisendonnerer. Das Ding da. Segel können wir verkaufen, die wir mehr als einmal haben. Und das Segel. Nicht Segelfahnen. Weil ich habe jetzt Purpurne Füchse, ich habe Todesfeuergesellschaft, ich habe Huana, ich habe die Obsidian-Flagge, ich habe die Farben der Principi und ich habe Farben der Alianischen Handelsgesellschaft. Also habe ich so das Wichtigste. Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich nicht noch eine Arkane-Laterne und ein
Imiranisches Stahlruder oder eine Feuerlaterne. Und Laurasteuer und Ruder. Oder ob ich das bis zum nächsten Mal lassen soll. Ich glaube, ich lasse es bis zum nächsten Mal. So, dann wird es wohl Zeit, in die Messing-Zitadelle zu gehen. Dass wir dort es abgeben können. Das ist Schlangenkrone, genau. Kartierung, geschminkte Masken. Ja, Kopfgeld Alissa. Bei Wakayo. Mhm. Okay. Das ist Schlangenkrone, ja. Dann gehen wir mal wieder Speed. Warten, dass unsere Truppe hier langsam ankommt. Messing-Zitadelle. Kaiserliches Kommando, Untergeschoss, Utus Waffenschmiede. Untergeschoss, da muss ich hin. For the gunhawks. I saw one shoot once, hit a lurch shark in the eye from 200 feet away. Yeah. Azura, wir haben gute Neuigkeiten für dich. Klare Himmel hakt ihm, er neigt seinen Kopf und blickt dich ohne zu blinzeln an. Du scheinst anders als der Rest der königlichen Todesgefolgsgesellschaft zu sein. Vergiss es. Wie du willst. Ich habe den leuchtenden Adra auf Pococuhara zerstört. My reports confirm a certain amount of confusion in Queen's Birth. Ausgezeichnet. Meine Berichte bestätigen ein gewisses Chaos am Ankerplatz der Königin. Er lächelt. Nevertheless, I'm more interested in reports the storms around the islands have cleared. What do you know of this? Trotzdem bin ich eher an Berichten interessiert. Berichten interessiert, dass die Stürme um die Insel sich gelegt haben. Was weißt du darüber? Er beugt sich etwas näher zu dir, die Hände hinter seinem Rücken gefaltet. Starke Konzentration von Essenz beeinflusst die physische Welt. So entstehen zum Beispiel Fäulen. Ein Klumpen Essenz hat den Adra korrumpiert. Nachdem er gereinigt war, endete auch die Stürme. Nur, dass die Stürme vorbei sind. Nehmen wir wirklich mal die zwei und sind so aufrichtig. And most encouraging. You have proven most valuable. Accept this as a small token of our gratitude. Faszinierend und sehr ermutigend. Du hast dich als äußerst wertvoll erwiesen, Hakim. Dieser ist Zeichen unserer Dankbarkeit. Er gibt dir einen Geldbeutel, doch er scheint mir den Gedanken ganz woanders zu sein, als ob er noch immer darüber nachdachte, was du ihm gerade erzählt hast. Nur 1250 Kupfer für die ganze Mühe. We long suspected something unnatural was behind the storms, but we had little evidence. Wir haben schon lange vermutet, dass etwas Unnatürliches hinter den Stürmen steckte, aber wir hatten keine Beweise. Das Lächeln, das um seine Lippen spielt, gleicht dem eines Mannes, der soeben die nächsten drei Züge in einem Hazard-Tor-Spiel vorausgesehen hat. Die scheint mir kaum schlüssig. Warum interessiert dich das? Rautai wird von schrecklichen Stürmen geplagt. Du denkst, dass es einen Zusammenhang geben könnte? Yes. Ja. If the storms that assail Rautai have a similarly unnatural origin,
Then perhaps they too can be stopped. Wenn die Stürme, die Raotai heimsuchen, einen ähnlich unnatürlichen Ursprung haben, dann können vielleicht auch sie gestoppt werden. Er sieht dich wieder an, sein Blick steigt, sie stirbt aus. And if that's the case, then there's more work to be done. Work that you might be able to help with. Und weil das der Fall ist, dann gibt es mehr Arbeit, die getan werden muss, Arbeit, bei der du vielleicht helfen könntest. Ein weiterer Moment der Stimme, als er dich betrachtet. Somebody has to keep the peace in these tumultuous times, no? Ja, sicher, wir müssen wieder den Helden spielen. Irgendjemand muss ja in diesen turbulenten Zeiten für Ruhe und Ordnung sorgen, oder? Er lächelt dich mit seinen spitzen Zähnen an. In any case, Hazanui Karu has a matter that could use your help. In jedem Fall könnte Hazanui Karu deine Hilfe in einer gewissen Angelegenheit gebrauchen. Her office is on the main floor behind the large double doors. It's most conspicuous. Ihr Büro ist im Erdgeschoss hinter den großen Doppeltüren. Man kann sie nicht übersehen. Er runzelt ein wenig die Stirn. War's das jetzt mit den Stürmen von Pokokuhara? Scheinbar. Wo sind sie denn? Da. Ich habe die Adresse im Herzen von Pokokuhara zerstört. Das scheint den Stürmen der Region ein Ende zu setzen. Ich habe den Adresse zerstört, aber damit habe ich sowohl den Stürmen als auch der Hoffnung auf den Abbau vom leuchtenden Adra ein Ende gesetzt. Ja, und die andere Sache hier oben. Todesfeuer. Geringe Chancen. Ja, Azura wird wissen wollen, was auf Pokokuhara geschehen ist. Genau.